Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Beck, es ist verdienstvoll, anlässlich des 10. Jahrestages der brutalen Ermordung von Anna Politkovskaja diesen Antrag einzubringen. Es ist verdienstvoll, weil diese tapfere Frau Würdigung verdient und weil ihr Schicksal auch eine exemplarische Bedeutung hat. Seit 1992, so der International Committee to Protect Journalists, sind in der Russischen Föderation 54 Journalisten ermordet worden. Ihr Antrag ist auch deshalb verdienstvoll, weil er ein ungeschminktes, wenn auch bedrückendes Bild der politischen und gesellschaftlichen Situation in Russland zeichnet. Und der Verdienst besteht vor allen Dingen darin, dass die deutsche Öffentlichkeit und leider nicht selten auch die Politik verdrängt und verschweigt, wie die tatsächliche gesellschaftliche Situation in der Russischen Föderation inzwischen geworden ist. Meine Damen und Herren, ich möchte meine Redezeit nach all dem, was über die Menschenrechte und Menschenrechtsaktivität in Russland gesagt wurde, nutzen, um mich zwei Fragen zu widmen. Zum einen, wo liegen die Ursachen für die fatalen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Russlands? Ich möchte nicht nur anklagen, sondern ich möchte verstehen. Und zweitens, welche Bedeutung haben die prekären Entwicklungen der russischen Gesellschaft für uns in der deutschen Politik? Zum Ersten mein Versuch einer Ursachensuche. Ich sehe die Ursachen für die gegenwärtige gesellschaftliche und politische Situation Russlands in einem mindestens dreifachen Scheitern der Transformation während der letzten 25 Jahre. Erstens, die wirtschaftliche Transformation Russlands hat keine freiheitliche Wirtschaftsordnung, sondern Oligarchen hervorgebracht und damit illegitime politische Machtzentren geschaffen, die im Übrigen ein Nährboden für Korruption sind und somit jeder Entwicklung einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung im Wege stehen. Die Ukraine ist im Moment dabei, sich aus diesen Fehlentwicklungen und Fesseln zu befreien. Zweitens, es hat in der Russischen Föderation, aber leider auch in anderen postsowjetischen Staaten, an einer Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit gefehlt. Sie wurde oft genug angegangen und immer wieder verhindert. So ist heute viel mehr Kontinuität alter Machtstrukturen anzutreffen als demokratischer Neubeginn. Und auch dies ist eine Hypothek, die die gegenwärtige gesellschaftliche Situation in Russland kennzeichnet. Und drittens, bedauerlicherweise hat Russland in den 25 Jahren, vor allen Dingen in den 90er Jahren, sehr viel interne Konflikte durchstehen müssen, insbesondere die beiden Tschetschenienkriege. Und jeder dieser Konflikte haben die Rolle der sogenannten Siloviki, der Machtzentren und Machtinstitutionen, gestärkt. Ständig wurden staatlichen und nichtstaatlichen Machtstrukturen zusätzliche totalitäre Mandate verliehen. Und auch dies hat zur gegenwärtigen Situation geführt. Und so haben wir heute es mit einer Situation zu tun, in der nicht das Gemeinwohl, sondern das Staatswohl oder damit auch verbunden das Wohl einer privilegierten Elite die Antriebsfedern des gegenwärtigen Gesellschaftskonzeptes der russischen Führung sind. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der systematisch Macht vor Recht steht. Und wir haben es mit einer Situation zu tun, in der der politische Diskurs regelmäßig staatlichen Machtinteressen untergeordnet wird. Und damit bin ich gleich bei dem Versuch, die zweite Frage zu beantworten.
Das Problem der putinschen Politik, das ich sehe, besteht nicht darin, dass diese Situation eingetreten ist. Dafür muss ich sogar Empathie haben, wenn ich die Transformationsprobleme sehe. Sondern das Problem der putinschen Politik sehe ich darin, dass dieser fatale Zustand des eigenen Landes als Normalfall, ja als Vorbild für andere deklariert wird. Dies scheint mir die Situation zu sein. Ja, das ist geradezu ideologische Ausformungen dieses gesellschaftlichen Zustands in Gestalt des Eurasismus oder der Ruski mir und anderen gibt. Und dass damit die freie und offene Gesellschaft des Westens als der eigentlich Unnormalfall, als der kranke Fall, Gairopa, um nur ein Stichwort aus Putins Mund zu nennen, benannt wird. Das heißt, hinter diesen Menschenrechtsfragen, mit denen wir es hier zu tun haben, hat sich inzwischen ein gesellschaftspolitischer Konflikt entwickelt, den wir ernst nehmen sollten, weil unserer freien Gesellschaft eingeredet wird, dass wir der eigentlich Kranken in Europa sind und weil man sich extremistischer Kräfte des rechten und linken Randes bedient, um unsere Gesellschaft zu infiltrieren und unsere Gesellschaft subversiv zu schädigen. Und diesen Punkt müssen wir ernst nehmen. Damit rede ich ausdrücklich nicht gegen all die Forderungen nach Dialog mit Russland. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir jede Gelegenheit des Dialoges nutzen. Aber ich möchte mindestens drei Bedingungen für diesen Dialog nennen. Erstens, wir sollten uns im Rahmen dieses Dialoges nicht belügen lassen. Und es hat immer wieder Versuche gegeben, uns zu belügen, von den grünen Menschen auf der Krim bis zum Umstand, dass gar keine russischen Kräfte im Donbass und andernorts beteiligt sind. Zweitens, wir sollten nicht zulassen, dass gewissermaßen die Staaten wie Georgien, die Staaten wie Ukraine, andere postsowjetischen Staaten gewissermaßen zur Verhandlungsmasse des Verhältnisses zwischen EU und Russland werden. Das ist kein ehrlicher Dialog. Und drittens, wir sollten bei dem Dialog uns immer klar sein, und deshalb habe ich diese Analyse angestellt, dass die Schwächung der Einigung Europas eines der Ziele der gegenwärtigen russischen Politik ist. Ich empfehle in dieser Hinsicht keine Illusionen zu haben. Ehrlicher Dialog bedeutet, dass wir auch die Ausgangsbasis richtig einschätzen. Und wenn ich vielleicht noch eine Bemerkung zu der Forderung Ihres Antrages, verehrte Frau Beck, machen darf, wo mir die Zustimmung besonders schwer fiele, die Visaliberalisierung für Russland. Ich möchte, dass wir wenigstens erstmal Georgien die Visa-Liberalisierung geben und der Ukraine und anderen. Und dann können wir über manches andere reden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die